Ja, läuft? Ja, okay. Ja, Test. Okay. Ja, und? Läuft. Herzlich willkommen zu Building the Clinic. Und wir haben einen richtig krassen Zeitsprung jetzt gemacht. Es ist der 21. September 2022. Und wir haben eine Baustelle, und zwar eine richtige. In dieser Folge werden wir euch ganz detailliert mitnehmen. Ich weiß, wir haben schon in den Stories das eine oder andere gezeigt, aber was ihr in dem Video sehen werdet, ist viel detaillierter. Wir gehen jetzt mal wirklich von A bis Z durch die gesamte Baustelle. Wir sagen euch, was ist passiert seit dem letzten Update, und wir sagen euch natürlich auch, wie geht's weiter. Und ja, dann werden wir so ein bisschen was zu diesen bautechnischen Sachen sagen. Wir werden euch mitnehmen, warum wir was machen, und ja, einfach visuelle Eindrücke. Was ist denn hier gerade los? Im Hintergrund sind schon ganz viele Paletten und Container aufgebaut. All das in dieser Folge Building the Clinic. Also, ich würde sagen, wir legen los. Let's go! Ja, Schatz, sag doch mal, wir stehen hier vor so einer riesigen Baggerschaufel, ne? Ja, die war ja auch schon sehr fleißig, ist ordentlich zum Einsatz gekommen. Genau. Ich bin einfach begeistert, und wie schnell hier das jetzt geht. So ganz viele von diesen Sachen auf der Baustelle rumstehen. Das ist natürlich wie ein riesengroßes Spielzeug für einen Jungen. Aber du bist ja jetzt eigentlich eher so hier viel mehr auf der Baustelle als ich, ne? Ja, also sowieso jeden Mittwoch, das ist ja Pflicht. Und zwischendurch auch mal, um nach dem Rechten zu schauen, das ist doch sehr wichtig. Genau, Kathi ist nämlich unsere Bauaufsicht, und da ich ja in der Praxis ganz viel bohren muss oder implantieren, hat Kathi hier alles im Überblick, und genau. Deswegen wird sie auch das ein oder andere gleich euch erzählen, weil sie da fast schon tiefer ist im Thema als ich. Also starten wir mal unseren Rundgang, würde ich sagen, über die Baustelle. Auf jeden Fall. Und wir fangen außen an, oder? Wir gehen jetzt mal einmal komplett rum. Und ihr merkt, es ist richtig laut. Wir müssen das Mikrofon hier sehr nah dran halten, damit man halt überhaupt uns versteht. Ich hoffe, man tut das. Wenn nicht, tut es uns leid. Es ist eine Baustelle. Ja. So, wir starten auf unserem späteren Parkplatz. Und was wäre eine Baustelle ohne Mannschaftscontainer? Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier so ein bisschen rüber. Also hier parken jetzt momentan die ganzen Fahrzeuge der verschiedenen Bauunternehmer. Das ist momentan hauptsächlich der Rohbauer und der Abbruchunternehmer. Und da vorne, dieser Container, der wird später jetzt noch umgestellt. Da werden später die Baubesprechungen stattfinden. Wir gehen mal einmal drum rum. Ich weiß gar nicht, ist wirklich jetzt komplett live. Und ich schau mal, ja, genau, hier kann man reingehen. Also hier ist quasi eigentlich für den Polier und für die Mannschaft, wenn die Pause machen wollen. Und es ist dann später auch kalt in der ganzen Bude. Ja, dann kann man da ein bisschen windgeschützt was essen, trinken und unsere Baubesprechungen machen. Es kommen hier noch mehr Container hin. Es kommt jetzt demnächst ein Toilettenwagen, weil wir mehr und mehr Gewerke an das Objekt kriegen werden. Das muss man einfach mal sagen. Jetzt momentan Abbruchunternehmer und Rohbauer. Irgendwann geht jetzt der Abbruchunternehmer ein bisschen weg. Also der ist nicht ganz weg. Jetzt kommt das Rohbauteam richtig krass rein. Und dann kommen natürlich die ganzen Fassadengewerke, Gerüst wird gestellt. Das wird in den nächsten 1, 2, 3 Wochen passieren. Das wird dann im nächsten Update wahrscheinlich eins der Themen sein. Und wenn der Marian einmal schwenkt, dann seht ihr hier, es ist schon, sind schon die allerersten Materialpaletten gekommen. Und momentan ist das so ein bisschen unser Materiallager. Das wird aber später woanders hinkommen. Und wo das ist, das zeige ich euch gleich. Jetzt gehen wir aber erstmal sozusagen einmal im Uhrzeigersinn, nee, gegen den Uhrzeigersinn ums Objekt herum. So, wir gehen mal raus. Hier steht auch einer von den Baggern, von den kleinen. Und dreh mal da rum. Da hinten seht ihr, da ist ein anderer Bagger gerade am Arbeiten. Aber da werden wir gleich noch, da werden wir gleich auf jeden Fall so noch hingehen, weil da ist gerade, glaube ich, auch spannend. Also das heißt, in 5 Minuten sind wir da. Jetzt gehen wir aber erstmal hier aus dem Tor raus. Hier wird später eine der Einfahrten sein. Dieses Tor kommt natürlich weg, das wird alles vernünftig gemacht mit einer schönen Begrünungsanlage, dass das hier wirklich, aber ihr seht, wir müssen jetzt hier hoch, das heißt, wir haben auch eine Herausforderung hier später, das Level sozusagen, also momentan ist der Parkplatz echt Kraut und Rüben, hoch und runter, das heißt, die Anlagenbauer, die müssen gucken, dass wir hier später ein schönes, gleiches Level kriegen mit einer seichten Abrampung, damit ja, der tiefer gelegte M4 vom Alex da auch nicht aufsetzt. Aber so im Endeffekt, jetzt seht ihr hier so ein bisschen im Überblick, wie groß dieser Parkplatz ist. Hier werden so 25 bis 30 Parkplätze sein. Und im Hinterbereich, da wo dieser Bagger ist, da wird gerade abgerissen. Und da kommen weitere Parkplätze dann hin, weil da momentan noch die alte Druckerei steht. So, und jetzt gehen wir einmal,
Das hier ist die Behrensstraße, also eine der zwei Straßen, die unserem Objekt sozusagen kreuzen. Und davor Kopf ist der Westring. Und das ist eine der meistbefahrensten Straßen in ganz Herne, weil da drüben ja auch das Rathaus ist. Und wir hier sozusagen, das ist unser kleiner Cityring hier in Herne. Und jetzt sind wir hier an der Kopfseite des Objektes. Und ich weiß nicht, ob der Marian das aus dieser Entfernung so ein bisschen einfangen kann. Hier sehen wir jetzt wirklich, dass das Gebäude komplett schon im Rohbauzustand ist. Also wir haben jetzt hier wirklich alles ab, was ab muss. Alle Installationen sind raus. Es ist alles auf Rohbeton. Estrich ist raus. Da unten ist Estrich, glaube ich, sogar noch ein bisschen drin. Der muss noch ein bisschen raus. Das werden wir aber gleich sehen, wenn wir drinnen sind. Und jetzt seht ihr hier, das ist sehr, sehr spannend. Diese Absperrung da, ihr seht vielleicht, dass dort eine Art Ausschachtung ist. Das ist ein sogenannter Verbau. Und das bedeutet, die müssen da Platz schaffen, damit das Gebäude nach unten hin isoliert werden kann, damit wir auch ein Energieeffizienzgebäude hinbekommen. Es wird ja ein KfW 55 Gebäude. Mehr geht halt nicht in diesem Bestand. Aber das ist schon sehr, sehr gut, weil vorher war das ein Gebäude, was überhaupt keine KfW-Klassifizierung hatte. In den Zeiten wie heute mit den Energiepreisen sind wir sehr froh, dass wir das jetzt auch so geplant haben. Oben kommt ja die komplette PV, also Photovoltaikanlage drauf. Und dieser Verbau, der schützt eben dann eben die Fassadenbauer und die anderen, dass da eben im Prinzip wirklich ausgeschachtet werden kann und isoliert werden kann. Und das haben die wirklich innerhalb der letzten 7-8 Tage komplett dahin gezaubert. Also das ging sehr, sehr schnell. Und das werden wir aber gleich von oben vom Dach nochmal von oben filmen, damit ihr das nochmal seht. Und jetzt gehen wir einfach mal hier längs am Objekt vorbei. Ihr seht, es ist alles schon hier abgezäunt. Also jetzt ist hier wirklich der Fußgängerverkehr eigentlich nicht mehr zugelassen. Hier und da traut sich noch mal jemand hier auf der Wiese zu laufen. Aber im Endeffekt ist jetzt hier wirklich die Baustelle komplett abgesperrt. Und hier stehen jetzt auch wirklich schon die großen Geräte. Und in dem Gebäudeteil, das passiert jetzt diese und nächste Woche, wird komplett jetzt die Fassade abgerissen. Also ihr seht, der Gebäudeteil ist schon im Rohbau. Dieser Gebäudeteil hat eben noch die Fassade teilweise. Und das wird in 2-3 Wochen ganz anders aussehen. Dann wird das gesamte Gebäude im Rohbauzustand sein. Und dann wird von unten nach oben das Gebäude ertüchtigt. Das bedeutet, es werden die Stützen verstärkt, weil wir ja ein Stockwerk eben oben drauf setzen. Es werden dann nach und nach die Betonarbeiten gemacht, die Isolierung von unten, damit später dann die Innengewerke und der Fassadenbauer weitermachen kann. Also der nächste Schritt nach dem Rohbau ist dann wirklich der Fassadenbau. Also dann kommen schon die Elemente, die Glaselemente außen dran. Das wird Anfang nächsten Jahres sein, also ab Januar, ab Februar. Und auch die Aufstockung wird in diesem Zeitraum passieren, sodass wir dann im Frühling mit den Innenausbaugewerken starten können. Und das wird dann natürlich super, super spannend. Bis dahin passiert aber auch noch ganz, ganz viel, was wir euch auch hier zeigen werden. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal in den hinteren Bereich des Objektes. Kathi, was steht da jetzt gerade noch? Da ist noch die alte Druckerei und die sind gerade dabei, die Platz zu machen. Und da werden ja auch noch weitere Parkplätze entstehen. Genau, also, let's go! Transformers, I'm Optimus Prime. Sieht schon ein bisschen aus wie Transformers, oder? So, jetzt seht ihr wirklich mal live, wie abgerissen wird. Schon ein bisschen spooky. Alter, ist das krass. Moment. So, hier seht ihr jetzt mal, wie so ein Gebäude abgerissen wird. Das ist wirklich eindrucksvoll. Aber es ist ein bisschen wie bei uns, auch mit Wasserkühlung, ne? Nur ein bisschen größer. Ja, wenn wir so einen Zahn ziehen, nee, wenn wir fräsen, dann haben wir auch Wasserkühlung. Ja, das ist spannend. Für mich auch wirklich live das erste Mal, dass ich das in dieser Eindrücklichkeit sehe. Unglaublich. Also, leider können wir euch nicht die Vibrationen und das Sounderlebnis voll mit dem Bass liefern, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß macht, so ein Gebäude darunter zu reißen. Ja, da kommen unsere Parkplätze später hin. Das ist, schrägstrich war, die alte Druckerei. Da können wir jetzt leider natürlich jetzt nicht hinlaufen, aber ich glaube, dieses Footage hier ist interessanter und besser. Wahrscheinlich werden wir, wenn wir in 2 Wochen hier weiter drehen, steht das Gebäude nicht mehr. Also, Ruhe in Frieden, alte Druckerei. Das war's mit meiner Frisur. Wir betreten jetzt die Baustelle. Und das bedeutet natürlich, Sicherheitshelm auf. Also, let's go. Wir gehen rein. Und ja, hier muss man jetzt natürlich ein bisschen kreativ sein, so, dass wir auch reinkommen.
So, und wir sind drin. Obwohl, wir sind nicht so richtig drin, ne? Es ist eigentlich auch fast draußen gefühlt. Also, das ganze Gebäude ist komplett durchgängig. Wenn wir jetzt mal hier so rübergehen, da wird richtig gebohrt. Das ist hier der Verbau. Wir können ja mal hier zum Verbau gehen. Und hier sehen wir, dass hier wirklich schon am Gebäude die Fassade abgetragen wird. Das kann man richtig cool sehen. Und hier kommt später dann die ganze Isolation. Und ihr seht, wie wirklich tief dieser Verbau geschichtet wird oder geschachtet wird. Das sind bestimmt ja, fast 4 Meter tief unterhalb der Gehwegssituation. Das ist schon richtig krass. Ne? Und hier werden dann wirklich dann später komplett die Gebäudeteile isoliert. Sehe ich gerade ehrlicherweise sogar selber zum ersten Mal. Guck mal, da hinten steht schon SH, Stefan Helker, ganz hinten. Ja, also von unten nach oben wird jetzt das Gebäude wirklich ertüchtigt. Sehr interessant. Okay, und wo wir jetzt hier sind, das ist das, wo wir das Abrissvideo gedreht haben. Ja, das ist jetzt hier wirklich, wo wir drinnen waren noch, wo wir unser tolles Intro gebaut haben. Und hier ist eigentlich jetzt nur noch die Bodenplatte und alles komplett offen. Und wir gehen jetzt mal in den Bereich da hinten, da ist es ein bisschen leiser. Ja, weil hier ist wirklich sehr, sehr laut. Man versteht sich ja bestimmt nur die Hälfte, die ich sage. Und hier geht es ja jetzt in den anderen Gebäudeteil. Müssen wir einmal hier rum. So, hier ist noch ein bisschen mehr. Also auch hier, das ist ja der zweite Gebäudeteil, wo die Fassade draußen auch noch dran ist, wo wir gerade von außen gelaufen sind. Und hier gibt es eigentlich fast gar nichts mehr zu sehen, außer dass wir jetzt vielleicht mal hier nach oben filmen können. Hier seht ihr wirklich den Unterschied zwischen einer Rohdecke und wenn das dann eben noch, ja, mit dem, hier ist, glaube ich, nur ein Vlies drauf. Also hier war gar nicht viel am Deckenaufbau. Bei uns später wird die Decke natürlich viel tiefer abgehangen sein, weil wir viel mehr Technik drin laufen haben. Von der Klimatisierung über LED-Beleuchtung und die ganzen Wasserrohre, die teilweise auch über die Decken geführt werden. Da war das alte Gebäude natürlich viel, viel einfacher gestrickt. So war das halt in den 70er, 80er Jahren. Jetzt im Jahr 2022 und gerade auf Klinikstandard baut man dann schon ein bisschen anders. So, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil hier tropft es, denn das Gebäude ist ja nicht mehr dicht. Ne, Kathi? Ist nicht mehr ganz dicht, das Gebäude. So, hier sind wir jetzt im ersten Obergeschoss und zwar im Gebäudeteil A. A ist der Gebäudeteil, der weiter weg ist von der Kreuzung. B ist der quasi vordere. Und hier seht ihr jetzt, dass wir... Und das kann man hier ganz schön sehen, dass der Estrich gerade rausgenommen wird. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Estrichhöhe, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Zentimeter. Und hier wird jetzt gerade der Estrich rausgenommen. Außen wird die Fassade abgebrochen. Und wenn man das fertig hat, hier ist übrigens ein Loch im Gebäude. Hier kommt später die Rutsche hin für die Patienten, damit die dann, wenn sie die Behandlung fertig haben, dann können sie voller Freude nach unten rutschen. Gibt es ja in manchen Kaufhäusern. Aber so sieht es dann aus, wenn es wirklich dann komplett im Rohbauzustand ist. Also hier ist dann jetzt eigentlich die Rohbaudecke. Da sammelt sich natürlich jetzt auch ein bisschen Wasser. Das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir das Gebäude dann natürlich irgendwann auch wieder dicht kriegen. Aber wenn man jetzt mal hier so einen Panshot macht über das gesamte Gebäude, kann man sich jetzt schon ein bisschen besser vorstellen, ja, wie es später einfach einmal aussehen wird. Das haben wir euch schon in der einen oder anderen Instagram-Story natürlich gezeigt. Aber jetzt hier nochmal wirklich für YouTube dokumentiert, weil wir dokumentieren ja hier chronologisch mit, so dass die Leute das alles nacheinander schauen können. Und jetzt guck mal, wie schön hier dieser Ausblick ist auf das Herner Rathaus. Das ist schon toll. Wir zeigen euch das aber gleich, glaube ich, lieber nochmal aus dem zweiten Geschoss. Da ist das noch ein bisschen schöner. Und hier wurden jetzt Absperrungen gemacht. Diese Absperrungen sind einfach Arbeitsschutz, damit man sich hier nicht verletzen kann und nicht einfach ja, über die Reling gehen kann. Das sind alles so Sachen, die muss man auch machen auf einer Baustelle. Auch wenn natürlich hier keiner runterspringen würde. Und wenn ich wollen würde, könnte ich mich trotzdem nach unten stürzen. Aber ja, das ist ganz wichtig. Und deswegen, man muss auch gucken, immer mit dem Helm. Ja, wenn ich mich jetzt hier rauslehne und jemand schmeißt was vom Dach, könnte es mich am Kopf treffen. So, und hier sind wir jetzt im momentan höchsten Geschoss. Aber das wird ja nicht so bleiben. Und auch hier eigentlich wie im ersten Obergeschoss ist alles raus. Was aber spannend ist und was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, wir gehen jetzt nämlich einmal in diese Richtung und da können wir jetzt mittlerweile auf das Dach schauen.
Und das Dach ist natürlich auch eine spannende Geschichte, weil irgendwann später wird das bald unsere Dachterrasse einen höher. Aber jetzt momentan ist das Dach natürlich eine riesige Überraschung, weil wir hier auf dem Dach, auf der Dachkonstruktion etwas haben, was ein bisschen komisch ist. Ne? Ihr seht ja hier diese Steine. Und diese Steine sorgen eigentlich dafür, dass eine Rille entsteht, wo das Wasser sich sammelt. Das sieht man hier jetzt ganz gut, weil es ein bisschen geregnet hat. Wir haben zwar heute schönes Wetter, aber gestern hat es noch geregnet. Und das ist eigentlich nicht so, wie man es normalerweise macht. Ne? Normalerweise würde man denken, dass es einfach ein Gefälle gemacht worden ist. Und hier wurde das mit diesen Steinen gemacht. Das weiß man natürlich nicht, wenn man so ein Gebäude kauft und im Bestand dann immer so kleinere Überraschungen hat. Wir haben schon ein Treppenhaus gefunden, was es vorher nicht gab. Wir haben schon eine Wendeltreppe gefunden, die es vorher nicht gab. Also es sind alles so Sachen, wenn man dann wirklich die Wände wegnimmt, dann gibt es Geheimräume und alles. Bisher ist alles zum Glück im Rahmen geblieben. Also keine ganz schlimme Überraschung. Wir haben keinen Asbest drin gehabt. Aber so kleinere Sachen passieren halt immer im Bestand. Aber damit muss man halt umgehen. Es führt dann im schlimmsten Fall eben zu leichten Kostensteigerungen oder zu leichten Verzögerungen. Ja, aber was wird heutzutage nicht teurer, ne? Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich nochmal von oben nach unten. Und wir gucken jetzt gleich nochmal hier auf das schöne Rathaus. Ihr merkt, das ist der Westring, hier tobt das Leben. So ihr Lieben, das war unser großes Bau-Update vom Westring. September 2022. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt so zu dem, was wir hier so machen und wie es so weitergeht, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns auf jeden Fall aller spätestens in 4 Wochen wieder hier vom Bau. Wir haben so gesagt, wir machen das wahrscheinlich jetzt einmal im Monat, solange wie jetzt hier im Rohbau das Ganze ist. Und zwischendrin gibt es natürlich immer links und rechts mal eine Folge, wo es gar nicht so sehr hier an der Baustelle ist, sondern wo es dann um das Drumherum geht. Vielleicht gibt es ja wieder was von den Möbeln oder vom Team oder von all den anderen Sachen. Aber so alle 4 Wochen hier mal so ein großes Bau-Update, da haben wir gesagt, das macht doch Sinn, oder Schatz? Auf jeden Fall. Und ist ja auch noch für euch spannend, wie schnell das hier weitergeht. Genau. Also ich würde sagen, ich muss jetzt ein bisschen nach Plettenberg noch fahren. Und wir sehen uns allerspätestens in der nächsten Folge Building the Clinic, was auch immer da gerade aktuell sein wird. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei unserem kleinen Bau-Update. Liebe Grüße und bis bald. Ciao.